Der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. Starke Leistung von Rostock, ja? Geil, mal geil, was sie endlich mal gewonnen haben. Super. Dass sie gewonnen haben. 3 Punkte, das alles zählt, alles zählt nicht. Ja, seit einiger Zeit mal wieder hier, war eines der besseren Spiele, kann man so sagen. Also nach dem 2-0-Spielen eingestellt, wie so oft, aber war okay. Ich fand, die erste Halbzeit hat Hansa sehr gut gekämpft. Sie waren spielerisch auch stark, aber ich war überrascht heute. Ja, interessant. 2 Tore, 1 Elfmeter, eine rote Karte. Interessant. Alles dabei, ne? Alles dabei. Ein bisschen viel Spannung zum Ende, aber na gut. War eher verdient als glücklich. War leider Bier holen beim roten Karte. Weiß gar nicht, wer die gekriegt hat, leider. Eine Freundin hat auch nicht aufgepasst. Aber war ein gutes Spiel. Also Halle hatte ein einziges Tor. Ohne den Elfmeter hätten sie auch Kind geschossen, glaube ich. Aber die müssen natürlich vor der Halbzeit den Sack zumachen oder kurz danach mit einem 3-0. Aber bei der jetzigen Situation ist das völlig okay so. Die Abwehrleistung fand ich eigentlich relativ gut zum Ende nachher hin. Was fand ich schlecht? Die Chancenauswertung in der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass Hansa zum Anfang 3-4 Tore hätte machen können. 2 haben sie ja innerhalb kurzer Zeit gemacht. Ansonsten Stimmung gut, Sieg, alles gut. Wenn sie so weitermachen, dann bin ich gute Hoffnung, dass sie mit dem Abstieg nie was zu tun haben und im ersten Tabellendrittel landen werden. Ein Sieg, endlich mal ein Sieg, ist das nicht toll? Wunderbar, ich habe mich richtig gefreut. Alles Gute und weiterhin, dass das so bleibt. Bis auf die Schiedsrichter hat mir nicht so gut gefallen, aber insgesamt kann man sagen, es war ein tolles Spiel. Wunderbar. Super, ich bin glücklich, dass Hansa gewonnen hat. Der Angriff hat mir gut gefallen. Ja, heute war alles super. Schade um die rote Karte für den, weil er, glaube ich, nach einer Verletzungspause wieder gespielt hat und gleich die rote Karte. Tut mir leid, aber trotzdem, wir haben gewonnen. 3 Punkte zählt. Sehr geil. Darf ich auch was sagen? Ja, klar. Es war mega, Alter. Nicht nur das Bier schmeckt aus Rostock, nee, Qualität stimmt auch in Rostock. Hammergeil. Hansa ist einfach der geilste Club der Welt. Ich hoffe, dass sie noch aufsteigen. Das kann noch schaffen. Und für mich ist Hansa der geilste Club der Welt. Ich liebe Hansa. Ich sag mal, der Anfang war super gewesen, aber ich sag mal, zum Ende hin, wie immer bei Hansa, etwas schlecht. Ja, was für eine Frage natürlich verdient, ne? Also von Halle kam natürlich gar nichts, ne? Wo wird das gezeigt? Und ich will noch alle grüßen, die ich kenne. Klasse. Ohne den Elfmeter hätte Halle ja keinen Stich gesehen. Und der Schiri war auch wieder, wie üblich, jeder Schiri, der hierher kommt. Und trotzdem haben wir es geschafft. Ich freue mich für alle Beteiligten. Ich meine die Mannschaft, den Trainer und den Verein. Also ich finde, Hansa hat heute richtig gekämpft. Wir kämpfen und siegen uns. Ja, wir haben sie ordentlich angefeuert auf der Nord. Und auch hier natürlich auch auf der Süd. Und hier ist mein Verein, mein FCH. Dankeschön. Wir haben gerade gesagt, also brenzliche Situationen vor Brinkis Tor habe ich nicht gesehen. Das hintere Ende weiß ich nicht, ob der Elfmeter berechtigt war, auch zu weit weg. Aber alles in allem, die Welt ist heil. Ja, heute waren wir taktisch super ausgerichtet. Pech gehabt auch mit den Schiedsrichterleistungen heute. Gerade heute, ne? Wiederholt. Ja. Wiederholt Pech gehabt mit der Schiedsrichterleistung, muss man ganz klar sagen. Also Rock'n'Roll! Das ist der Sieg, Rostock! Kann man sagen. Ist das Ding! Ja, schön, die Emotionen sind wieder da. Beim Publikum auch, wie in der Mannschaft. Man hat ne? gesehen jetzt, dass wir alle wieder drin geblieben sind zur Verabschiedung der Spieler. Ja. Super Leistung. Und wie geht's weiter? Mit dem nächsten Sieg, ne? Alles klar. Danke. Rock'n'Roll! Das ist der Sieg, Junge!